Ein weißes T-Shirt mit schwarz-rot-goldenen Highlights. Immer wieder sieht man Deutschland-Fans damit in der Fanszone in Hamburg. Doch die Rede ist nicht, wie man vielleicht denken mag, vom allseits bekannten Trikot der Nationalmannschaft von Adidas, sondern vom neuen It-Piece dieser Heim-Europameisterschaft. Die Rede ist vom Trikot des Preisvergleichportals Check24. Im Rahmen einer Marketingaktion hat das Unternehmen kostenlos Trikots verschickt. Was musste man dafür tun? Die App herunterladen und sich beim Tippspiel anmelden. Und die Teilnahme war groß, sogar größer als gedacht. Alles über 1 Million wäre ein Erfolg gewesen. 1,5 Millionen hatten wir gefordert, sagte der Check24-Gründer Henrich Blase gegenüber Finance Forward. Doch sie mussten nachbestellen. Insgesamt sollen rund 5 Millionen Trikots verschenkt worden sein. Das Kuriose? Die eigentlich kostenlosen Trikots werden inzwischen bei eBay angeboten. Teilweise werden hohe Summen dafür gefordert. Das Unternehmen will durch die Marketingaktion vor allem junge Menschen auf sich aufmerksam machen. Und wenn man sich auf dem Heiligen Geistfeld so umschaut, sind es vor allem die jüngeren Fußballfans, die dieses Trikot tragen. Doch egal ob das traditionelle Deutschland-Trikot oder das Trikot von Check24, Hauptsache man zeigt seine Verbundenheit und genießt gemeinsam das große Fußball-Sommerfest.